Ja, hallo Freunde. Ich wollte euch noch kurz so ein kleines Patch vorstellen. Und zwar verwende ich, wie viele von euch sicherlich auch, von Source Combat Tube diese Trinkflaschen-Einheit, sage ich jetzt mal dazu, die man auch wunderbar auf solche PET-Flaschen kriegt. Das ist jetzt hier nur eine kleine zur Demonstration. Und ich habe zwar auch einen Trinksack, aber den verwende ich, seitdem ich das Teil hier habe, eigentlich gar nicht mehr. Das Einzige, was mich nur immer genervt habe, ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist oder nicht, ist, dass wenn man eben trinkt, hier, wo dieses Schlauchstück, was in der Flasche hängt, in den Trinkschlauch eingeführt ist, dass sich hier immer Luft durchgesaugt hat, obwohl hier eine Dichtung drin ist. Und das war beim Trinken immer ziemlich lästig. Und gestern war ich ja unterwegs und hatte das ganze System auch wieder mit und habe mich dann eigentlich so ein bisschen drüber geärgert und habe dann abends mal drüber nachgedacht, wie man das Ganze verbessern könnte. Und bin dann auf folgende Idee gekommen. Ich mache das mal hier auf. Na. So, hier seht ihr, ist der normale Dichtungsring drin. Ich ziehe das mal jetzt hier ab. Den Schlauch kann man jetzt hier rausnehmen. Bei mir ist wohl dieser Dichtungsring nicht mehr ganz dicht oder wie auch immer. Er hat aber von Anfang an nie abgedichtet. So, ich habe mir dann überlegt, wie bekommt man das Ganze dichter? Einen solchen Dichtungsring hatte ich jetzt nicht. Und habe dann also was ganz anderes gemacht. Ich habe den Schlauch hier mit dem Feuerzeug ein bisschen erwärmt, so 2 cm vom Ende weg, und bin dann mit dieser Klammer rein und habe den Schlauch von innen nach außen gedrückt, sodass hier, ich hoffe, man kann das in der Kamera sehen, dass hier so eine kleine Rille drumherum entsteht. Und diese Rille, die presst sich dann also, wenn man das hier jetzt wieder reinschiebt, ihr merkt, das geht jetzt hier schon ziemlich schwer, zack, dann presst die sich in diesen Trinkschlauch rein und dichtet das Ganze nochmal ab. Und jetzt bin ich richtig glücklich damit, weil jetzt zieht sich auch keine Luft mehr durch. Ja, wer also dasselbe Problem mit diesem Trinksystem hier hat oder haben sollte, der kann sich so ganz einfach helfen. In diesem Sinne, viel Spaß im Wald und auf der Flur. Respektiert die Natur, euer Dietmar, bye bye.